Schau mal kurz in meinen Broadcast. Naja, gerade da war der Stream wieder. Da wird angezeigt die Nachricht. Ich habe erst gedacht, ich hätte auf mein Profil gestreamt. Ist mir schon mal passiert. Und da habe ich gedacht, oh Scheiße, falsches Profil. Da habe ich den Stream zu gemacht und gewechselt. Das war noch bei einem anderen, bei so einem Metal Gear Channel. Ich habe mich so gefragt, warum. Hä, was? Danach, oh Warum Scheiße. beschwert sich jeder, dass es offline ist? Mal schauen, wie die Quali dann später ist. Aber was willst du von einem Gameboy-Spiel erwarten? Nee, ich meine jetzt bei mir. Ich Achso, guck gerade den Broadcast. achso, Also ich die guck mir war auch ganz gut. durch. Die war gut. Ja, es ist okay, ne? Also kann man auf jeden Fall anschauen, denke ich. Cool. Ich werde mir auf jeden Fall noch andere, also Leute in den Call holen, weil. Was soll ich groß über dieses Spiel erzählen? Ja. Einfach nur Ja, du das. kannst ja jetzt mal Brett fragen. Wenn ich Antwort kriege. Bei Skype vielleicht. Ich schreibe ihm mal. Ich hasse das, dass der Sound immer weggeht, wenn man den Emulator verlässt. Ich habe mal Brötchen in Skype geschrieben. Ich weiß nicht, ob er da ist. Na, der hat ja gerade Poyo Da. geschrieben. Ja, das war vorhin, ja. Also man kann auf jeden Fall alles erkennen in dem Stream, auch mit der Qualität. Finde ich gut. Also, Farbe, please. cool. Boah, aber diese Zwischensequenzen sehen, aber muss man sagen, für GBA gar nicht mal so schlecht aus. Haben die echt schon einigermaßen gut. Ich war als Kind da immer so angetan, als ich die Szenen gesehen habe im Spiel. Also, oh geil, nochmal. Aber im zweiten Teil haben die rausgenommen. Aber nicht in der japanischen Version, da haben die das Intro reingemacht. Und dann, Okay. ich weiß nicht, warum die das Intro entfernt haben. Es ist einfach cool. Das stimmt, ja. Oder bleibst du noch während des Runs im Call? Bitte? Wahrscheinlich, also weil bei mir gibt's gleich Essen und dann bin ich erstmal AFK. Und dann würde ich so, wie lange ist dein Run? 30 Halbe. Minuten. Ja, Ja. mein Weltrekord ist 24 Minuten, 23 Sekunden. Okay, ja. Oder dann gehe ich einfach nach dem Run AFK. Das heißt, ich bin jetzt dann wahrscheinlich kurz essen und dann komme ich gleich wieder. Dann dauert es mit dem Essen. Ja, den halben Run wahrscheinlich. Weißt Ja, dann bis gleich. Ja? du, ja, Ja, ich was? pack einfach mal Brötchen mal so in den Call. Jo, dann bis gleich. Bis gleich. Nun, wenn Bratsch in 2 Minuten nicht antwortet, fange ich an. Bratsch! Hi. Hi! Hallo. Hi! Hallo! Oh, den Stream schon lang aus. So, dann kann ich ja schon anfangen. Mein Gamepad hat sich wieder ausgeschaltet, nice. Cool! Sehr gut! Sehr lang geblieben. Also das war der nächste Flug, wir können nicht mehr fassen. Gut gemacht. Dass alle im Stream oder sich jetzt What the fuck probiert haben. Nicht nur die Leute im Stream fragen sie das, ich auch. Zur Erläuterung. Milo wirft den Körbeklüschen nach hinten. Reven will ihn auffangen, kickt ihn dabei weg. Wirft damit die Trommel von Bötsch, wo er auf mehrere Trommeln rumbaut oder Tom Tom. Wobei auch der Schlagstock unterfällt. Was? Andere doch. So. Nee. So, ich fange da mal an. Okay.
Oh Mann, ob ich mich an das Ganze hier erinnere. Erstmal muten Roshis Porno-Magazine aufsammeln. Das muss was Schlimmes passiert sein, die schreien alle. Ich kann das Spiel softlocken, wenn ich das Steuerkreuz in irgendeine Richtung drücke, während das Bild da erscheint. Wundert mich, dass wir die gar nicht hören. Ja. Schieß den mal an. Wo? Der Nerv kann das auch nicht. Das war ein Asiatis. Der war in dem einen Clip dabei, in diesem Racist Elevator. Dieser Samurai. Aber wo ist der Pokémon? Ja, okay, bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Das ist gut. Das hat erstaunlicherweise voll. Am besten gar nicht. Was? Wie hat sich das fertig, dass der erwischt wurde? Lass mich rein, wer ist mit diesem Schuh gebrochen? Oh, das tut mir leid. Oh. Kami, sei nicht so brutal. Da hab ich nur... aus... Nur so. Fuck. Das hat auch nur vorher geknallt. Ja, nicht den Geist da drin auf. Was wäre doch? Dann kommt er frustig. Nein. So? Dich? Den schwarze Mann. Du dich dann vielleicht so nicht mehr. Den hat jemand Angst. Das war einfach mal laufen will. Kann zwar Goku schwimmen? Nein. Nein. Er kann, oh, in dem Spiel er kann in dem Spiel fliegen. Aber. Schwimmen! Ach, stimmt! Das haben wir dann auch. Er dreht sich ganz entspannt. Boah, sind ja auch so wenig wie ich. Was? Boah, nach Legacy of Goku. Kirby's Adventure Wii Extra-Modus. Oh, maybe. Ah, verkackt. Neu starten? Nee. Mach das erste Level noch. Mal aber machen. Ich hab verkackt. Weil Wii spielen, ne? Also ich meine, Wii ist doch. Ja, das geht doch glaube ich auch noch Wii. Aber das ist extra noch nicht. Ach stimmt. Wenn ich falsch muss. Ja, wenn man es spielen, einmal normal drauf. Oder einfach durchspielen. Was ist das bedeutet, wenn extra Modus? Keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen jetzt ein bisschen stärker. Glaube ich. So, erster Bosskampf, Raditzen. Wer ist der erste Boss? Raditz. Aber. Reddish. So. Ja, ich habe da einen riesen Fehler gemacht, deshalb verliere ich meine Zeit. Kann ich mal bis. Ah, der Fehler, ne? Brauchen wir gar nicht. Oder? Nice. Pokémon 10. Ach schon, da müssen wir morgen noch aufladen. Warte. Morgen ist es früh dran. Sollten wir eigentlich in der Pause machen? Eigentlich ja. Wir müssen irgendwas anderes machen. Kennst du mich heute? Ja. Theoretisch können wir jetzt auch noch schneller machen, oder? Wie haben wir erst angefangen? Ja, gerne, aber schon eine gut gekommen. Geht schnell los. Ja. Na, das geht ganz schnell. Auf die SD-Karte packen. Dann laden wir auch da. iPad. Ich weiß nicht, wie das geht. Gute Frage. Gehen Sie denn nicht? Bist du schnell? Die kann ich jetzt nämlich nicht so gut. Wie geht das? Wo ich das nicht? Soll ich da runterladen oder auf dem PC runterladen? Wie da runterladen? Da runter oder da? Ist egal.
Was ist mit Reddit? Ach, Reddit. Der ist schon besiegt. Soll ich eingehen? Ja, ich habe einen Glitch benutzt. Mit dem Glitch greifen mich Gegner nicht mehr an. Website ground with rebots code ecos.com. Oder kommt auf böse 5% nach Geld, kann sein, dass es noch wieder über den. Was soll ich denn? Hm? Wo ist das? Kopik. Kaufe wenn er gleich reinkommt, wird er. Ja, okay. Und vielleicht ist er auch hier. Ach. Der hat den Hintern. Hihi. Ich hab ne Wii nach. Wii! Wii! Wer legt da den Controller auf das Bild? Das kann ich auch nicht. Das geht ja auch. Da habe ich mir so viel Mühe mitgegeben. Ja, war nicht warm, der echt, mal, wer war das? Aber stimmt, Alter. Sieht ja nicht mehr gut aus, weil das Spiel so groß ist. Hey! So. Hey, ich will das Bild dahinter. So. Nee. Also, dass sie wie das Spiel überhaupt nichts mit dem Anime zu tun hat. Aber du bist Son Goku. Ja, aber Son Goku rettet keine Kinder, um zu Ratte zu kommen. Schlechter Angie. Noch mehr unnötige Kinder retten.
aber die armen Kinder. Vor allem Goku muss das Kind retten, um zu Nappan ran, Vegeta zu kommen. Wenn Nappan und Vegeta muss ich immer an die, an dieses Mulan-Lied denken. Dann sei ein Mann. Oh. Da gibt es eine Dragon-Verarsche. Ich? Ja, und dann denkt es mal, du hast mit Piccolo irgendwie und Piccolo sagen, sei ein Mann, ich bin erst 5. Vor allem Piccolo ist ja nur 4 Jahre älter als Son Gohan. Ja. So, jetzt verkloppe ich erstmal Nappa in Ruhe. Ja, wenn ich halt in den Kiebler reinfliege, werde ich zwar getroffen. Normalerweise Gegner greifen eigentlich an, wenn man fliegt. Aber aus irgendeinem Grund kann man trotzdem da Schaden nehmen, wenn man in einen Kiebler reinfliegt. Deshalb, das Spiel denkt immer noch, ich fliege. Ich hab das Spiel original. Aber die Fallversion, da kannst du das nicht verfolgen. Ne, da kannst du es echt nicht. Ich hab das mal getestet auf GBA. Funktioniert leider nicht. Das ist echt das Einzige, was man in einem Speedrun machen muss. Mehr Button Mashing. Wenn du wirklich eine Zeit haben willst, echt Movement. Aber ich möchte spielen. Aber der zweite Teil ist viel besser. Dauert länger. Ja, dauert auch länger. Quasi das Vierfache. Ich würde den zweiten Teil eh gleich nochmal üben. Und wenn ich Glück habe, kriege ich sogar morgen den Weltrekord noch wieder zurück. Oh. Musst du das jetzt sein? Einfach Kupfer. Ne, Kupfer. Vor allem das Spiel hat sogar Voice Acting. Wobei sich Vegeta mehr so anhört wie Freezer. Ist denn noch in den Folgen, wo Vegeta am Anfang die Stimme von SpongeBob? Ja. Da hatte sogar Vegeta noch rote Haare. So. Zweite Bommel. Nee. Guck mal, in Peters Zimmer. Da liegen ganz viele Körperspiele. Aber nicht Mensch. Glaube ich nicht. So, auch gleich kommt sogar ein Death Abuse, den ich machen muss. Weil da hatte ich ja auch die Hülle für. Ich hab die WLD. Ja. Nee, ich glaube. Wo ist das? Hat sie geschickt gehabt. Was sollen die vielleicht? Cooper. Wo ist Cooper? Jetzt ganz. Boah, das ist 80. Das ist vielleicht ein Portal. Da hat sie den. Nein. Schade, wo ist das Spiel jetzt? Das ist doof. Das ist schon gut. Ja. Los, Chaos! Ich werde auch mehr runter. Okay. Ich bin ganz sachte. Guck mal, tu doch nicht so wenig, Gary. Wo ist denn? Ja, ja, hinter dieser Tür. Wo? Ja, bei dir hinter der anderen Seite. Wo? Guck doch mal! Der ist hinter die Tür gerollt. Das weiß ich. Der ist mal oben. Also ich sah da hin. Ich hab keine Angst, Mensch. Dann hört mal an.
Ach, das ging ja nicht mit der Wii, ne? Stimmt. Muss eine A-Familie sein, ich sag's. Nicht so cool wie Kirby. Gott. Schön schön. So, geh in die Force. Okay. Beschissen, beschissen. Beschissenste Teil im gesamten Speedrun. Die komplette Genie Force verkloppen. Wer ist eigentlich als nächstes dran? Wir. Alle. Mit Kirby's Adventure Wii. Verdammt. Mein Fuß hat ihn gefangen. Viele Zuschauer habe ich eigentlich schon mit diesem Spiel weggeekelt. 12. Sind wir jetzt bei 8 oder wie? Richtig. Na, die werden morgen. Ich sitze ja auf dem Bett und guck gerade auf meinen Laptop. Ich sehe die Drops noch genommen. Ich sehe es nicht nächste noch. Die Drops kommen noch über. Glaub mir, die kommen wieder. Das hat schon. Es wackelt! Das wackelt. Da! Ja! Ja! Wieder da. Bibi. Dankeschön. Also mein Daumen tut noch nicht weh. Also. Yay. Der erste ist tot von der Genie Force. Also ich habe nie behauptet, dass das Spiel Spaß macht. Oh nein, du bist behind. Naja, ich habe einen Fehler gemacht am Anfang. Ich musste über den Wald fliegen und ich hätte damit 9 von den Flugpunkten benutzen müssen. Aber ich hatte nur 8 übrig. Ja, das war's dann mit dem WR, ne? Na, ich kann einen alten Weltrekord besiegen. Ja, Freezer Fight wird dann lustig. Es ist ja nicht so, dass du nur gegen die letzte Form kämpfen musst. Du musst gegen all seine Formen kämpfen. Und Super Saiyan bringt in dem Spiel auch nichts. Wäre ja zu schön gewesen. Aber wirklich, hätte Goku schon von Anfang an gegen Freezers erste Form gekämpft, hätte Freezer keine Chance gehabt. Aber ich kann es kaum erwarten, die neuen Dragon Ball Filme zu sehen. Bakatsu no F.
Da beleben die Freezer wieder. So. Get hyped, das Spiel ist gleich vorbei. Oh. Ich frag mich eigentlich, wo Piccolo ist. Oder Vegeta. Der hätte da irgendwo auf dem Boden liegen können. Wie nennt er sich? Fännchen im Kopf oder so. Wer? Und so ein Goku ist einfach eine große überreife Ananas. Na ja, guck dir mal Freezer an, der sieht noch nicht mal bedrohlich in dem Spiel aus. Aber wenn er Super Saiyan 3 ist, dann gehen die Haare so. Je länger die Haare sind, desto stärker bist du. Aber bei 5 Saiyajin 4 werden die auch wieder kürzer. Ja, aber er hat mehr Haare am Körper. Aber vergiss nicht, GT ist non-canon. Ja, mittlerweile ja schon. Ich find's auch gut so. GT war einfach nur die größte Scheiße. Ich habe aber Super noch nicht geguckt, also ich weiß nicht, wie gut Super ist. Und Super ist schon richtig cool. Aber Freezer sieht wirklich. Wow. Du hast Freezer gerade. Ja, ich hau Freezer und er macht nichts. Das ist schön. Das ist ein schöner Effekt. Das ist ja fast wie in Dragon Ball Budokai. Gleich, gleich. Hast du gewählt in Dragon Ball Film? Sagen wir so, das Spiel ist ohne Filler. Und dann kommt der Super Saiyajin zum Goku. Und der Gang Dame? Nein, das Spiel ist noch nicht mal so weit. Es ist einfach nur. Geht das noch nicht bis zum Super Saiyajin oder? Doch, das geht. Aber erst wenn ich seine dritte Form besiegt habe. Was im Grunde gar keinen Sinn ergibt. Goku hat schon in der letzten Form gegen Freezer gekämpft. Und dann wieder. wieder. Das war ja der längste Kampf. Goku gegen Freezer. Ich glaube 3,5 Stunden hat der Kampf gedauert. 3,5 Stunden an die Überhalb anderen. Sehr schön. Naja, das Legacy of Goku 2 ist einfach nur viel besser. Meins weniger beschissen. Die haben echt alles verbessert. Gameplay, Grafik, Musik, Sprites. Weil die Gegner, die fliegen ja nicht zurück, wenn du die schlägst. Das haben die in Legacy of Goku 2 geändert. Dieser äußerst spannende Kampf. Oh ja. Battle getting intense! Earth Sunlight. Huh? Sunlight. Ja, tut ja schon der Finger weh. Nicht ganz. Dauert noch. Ich müsste auch schon, ja. Jetzt in seine Predator-Form. Jetzt Kirak, stell mal vor, ich würde das mit quasi Low Percent machen. Glitchless. Ich dürfte nicht leveln, auf irgendeine Art und Weise. Ich müsste immer wegrennen und Energiebälle auf ihn feuern. Wird das gehen? Oh, schon letzte Form. Aber, ja. aber Hauptsache die Animation vom Super Saiyajin ist einigermaßen gelungen. Hey, das geht schon, wenn ich von hier rede, oder? Man hört mich nicht. Doch, man hört dich. Okay. Ja, also, Kirak, hast du gestern das Smash gesehen? Nee. Ist klar. So.
Das dumme Super Saiyan bringt in dem Spiel überhaupt nichts, nur Goku läuft schneller und das ist alles. Stell dir vor, würde er schneller zuschlagen, dann müsstest du noch mehr maschen. Naja, Freezer ist eh gleich fertig. Ich glaube, Sub 26 schaffe ich. Ich hab irgendwie nicht aufgepasst, aber warum macht Fehler nichts? Weil ich hab das Spiel geglitcht. So, okay. Freezer ist tot, Spiel für sie. Hallo. Ja. Hört man mich denn gut? Ja. Ganz tief Stimme. So, vielleicht. Ja. Okay. Okay, immerhin Sub 26. Aber kein PB. Dabei. Aber ich hab einen goldenen Split. Ja. Okay, nun. Wie kommt's, dass es jetzt so gut war? Genieß die Cutscene. Nehmt das nicht hier Internet. Oh jo, oh jo, oh jo. Oh jo, oh jo. Oh, Rio ist jetzt fertig. Na. Ging schneller als erwartet. Wie meinst du, wir jetzt warm sein werden? Eine Stunde? Nein, 5 Minuten. Der Dings hat ja auch, war ja auch schnell markiert. So, jetzt holt die Zuschauer die weg, die abgehauen sind, wieder. Ja, das ist nur noch 5 Minuten, die wir vor dem Zeitplan sind. Hat das Einstellen so lange gedauert? Ja, hat schon, das Einstellen hat schon. Okay. Einigermaßen gedauert bei Kirak. Das lag nicht an mir, sondern es lag an Skype. Ja, immer Ausreden finden hier, was soll denn das? Ja, also ich hätte sofort anfangen können, aber da wir die Konfig ja noch halten wollten, hat es dann gedauert. Wir sind ein serious Business hier. Wir müssen unsere Termine einhalten. Das stimmt. Sunlight? Sunlight? Over 9000? Na, seid ihr bereit? Nein, es ist über 3,50 Euro. Ich könnte den Stream anmachen, ja? Alles klar, dann mache ich den jetzt aus.